Bojan Slat ist erst 19 Jahre alt. Doch mehr als 100 Menschen arbeiten bereits an seiner Vision. Der Niederländer will die Weltmeere vom Plastikmüll befreien. Und das ganz ohne Netze, die die Meerestiere gefährden können. Wieso soll man hinter den Plastikteilchen herjagen und sie mit Netzen herausfischen, wenn man sie ganz einfach mit festen Barrieren kriegt? Auf diese Art werden die Tiere auch nicht beeinträchtigt. Seine Vision: Die Meeresströmungen treiben die Plastikteilchen einem riesigen V-förmigen Floß zu, von dem aus wiederum eine Art Vorhang ins Meer hinunterhängt. An der Spitze des rund 50 Kilometer langen Vs sammelt sich der Müll, der von Schiffen abtransportiert wird. Seine Unterstützer hat der 19-Jährige im Internet gefunden. Derzeit laufen bereits erste Tests in der Nähe der Azoren. Bis 2020 soll die erste Plastikmüllfalle im Pazifik ihre Arbeit aufnehmen. In nur 10 Jahren kann sie Slat zufolge die Hälfte des Plastikmülls aus diesem Ozean fischen. Doch nicht alle Aktivisten teilen seine Begeisterung. Wir haben Bedenken, weil sich das Konzept auf die Ozeane konzentriert und das Problem nicht bei der Wurzel anpackt. Solche Plastikmüllfallen müsste man eher in Flussmündungen installieren, damit der Müll erst gar nicht in die Meere gelangt. Ein Großteil des Plastiks stammt schließlich nicht von Schiffen, sondern wird über Flüsse ins Meer geschwemmt. Slat ist sich der Nachteile seiner Idee sehr wohl bewusst. Er sei erst 19, sagt er, und lädt die Kritiker ein, an seinem Plan mitzuarbeiten.